Das Schöne an der Malaika ist ihre Vielseitigkeit. Das Mischen der verschiedenen Stile, die verschiedenen Bewegungen, die unterschiedlichen Rhythmen, das ja, einfach der Mischmasch und die Vielfalt, und das liebe ich. Außerdem schätze ich an ihr wahnsinnig ihre Professionalität, die Leidenschaft, die sie hat fürs Tanzen. Und ja, und das äußert sich bei ihr in den Fotos, die sie macht, die Filme, die Kostüme. Das ist so ein Gesamtpaket, und das ist das, was ich will und was ich auch brauche für mich und was mir gut tut. Da kann ich mich wirklich ausleben in meiner Kreativität und auch meiner Leidenschaft freien Lauf lassen. Und das an ihr zu sehen, das ist einfach ansteckend. Es ist eine Inspiration. Malaika, du bist eine Inspiration. Dankeschön. Wer bin ich? Susanne Fuchs, 42, Lehrerin, Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Ja, und einfach eine Frau, die ihre Kreativität und ihre Lebensfreude durch den Tanz und allem, was dazugehört, zum Ausdruck bringen kann. Tanzen trägt und befreit mich. Am orientalischen Tanz fasziniert mich die Weiblichkeit und die Sinnlichkeit. Glitzer, schöne Stoffe, fließende Bewegungen. Ich hatte als Kind eigentlich schon immer den Wunsch zu tanzen. Ich habe irgendwie schon von Anfang an gespürt, dass irgendwelche Gefühle und Emotionen und in mir sind, die zum Ausdruck kommen wollen. Ich merke einfach, da ist irgendwas in mir drin, das muss raus. Und Tanzen befreit, Musik bewegt, ich kann meinen Kopf ausschalten, rein in die Emotionen. Im Tanzen kann ich endlich mal loslassen. Ja, kann einfach da reingehen und total befreit vom Alltag mich zu Musik bewegen, und ja, tanzen macht mich glücklich. Ist einfach eine neue Herausforderung für mich, die strengt meinen Körper und auch den Geist an. Und das Tolle irgendwie ist, finde ich, der Prozess, der im Erlernen von einer Choreografie drinsteckt. Also das, was das Wichtige für mich ist, nämlich die Verinnerlichung, die dann stattfinden muss, dass ich mir den Tanz zu eigen machen muss. Dass ich den Tanz und die Musik muss ich in mir aufnehmen, muss ich wirken lassen, muss ich annehmen. Auch wenn ich am Anfang denke, hu, das passt überhaupt nicht zu mir, oder das ist irgendwas, womit ich mich nicht so wohlfühle, ist trotzdem meine Aufgabe, das irgendwie zu meinem eigenen zu machen. Dann macht mich das glücklich, dann befreit mich das. Eigentlich ist es wie im Schauspiel. Am Anfang ist eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und dann aber, wenn ich mich drauf einlasse, auch eine Chance für eine Identifikation und einen Ausdruck von einer Persönlichkeit, die ich sonst im Alltag ja verstecken muss, im Beruf oder halt, was heißt nicht ganz unbedingt verstecken, sondern die ich nicht so zum Ausdruck bringen darf oder die nicht so zum Vorschein kommen darf, wie sie es im Tanz halt kann.
Loch hängen geblieben. Es war auf nichts mehr im Blick, wo wir hingehen. Die hat das irritiert, als er. Was hast du da? Oh, lecker.